Entschuldigung, ich habe gerade unabsichtlich mitgehört. Ich kann Ihnen dieses Buch wirklich nur ans Herz legen. Klar. Klar. Dieses Buch wird Ihr Leben verändern. Hat es das? Was denn? Ihr Leben verändert. Oh, möglicherweise, ja. Möglicherweise aber auch nicht. Naja, ich bin offen für alles. Ich meine, wozu macht man das sonst? Man muss hoffen, dass es klappt, nicht wahr? Denn was wäre das Leben ohne Hoffnung? Wäre tot. Dann lieber tot. Sehen Sie, Sie müssen es lesen. Ich würde Ihnen mein Exemplar überlassen, aber ich brauche es für mein Date. Warum brauchen Sie ein Buch für ein Date? Oh, und das ist unser Erkennungszeichen. Oh, ein Blind Date. Das muss ja was werden. Das kann was werden, wenn der, der es eingefädelt hat, seine Hausaufgaben gemacht hat. Natürlich, weil ja glückliche Beziehungen darauf basieren, ob beide ein Outdoor-Typ sind. Ich finde, Sie sollten es lesen. Kein Bedarf. Es war ein internationaler Bestseller. Fifty Shades of Grey auch? Oh, noch so ein geniales Buch. Nein, kein geniales Buch. Das ist genau das, was Sie brauchen. Warum sagen mir immer alle, was ich brauche? Wenn das immer alle tun, sollten Sie vielleicht darauf hören. Ich denke, Sie sollten Stein spielen. Sie wollen, dass ich... Genau, ja. Das wäre wundervoll. Ich empfehle Ihnen doch aus nur... Aus jetzt. Ich glaube, wir sind durch.